Und wir sind wieder hier auf der Lobby Stage mit dem nächsten spannenden Gespräch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr habt schon einen guten Tag. Es ist ja schon Nachmittag, ist bestimmt schon so ein bisschen was bei euch rumgekommen heute. Das HFD, weit vertreten hier auf dem UF, hat verschiedene Programme und Formate, um die Transformation der Hochschulen auch auf strategischer Ebene gut begleiten zu können. Und ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, hier in der Lobby diese Programme nochmal vorzustellen, weil viele von euch, die vielleicht auch gar nicht genau alle auseinanderhalten können. Was ist das alles? HFD Lead, Peer-to-Peer-Beratung und was es da alles gibt. Wir reden jetzt über ein Entwicklungsinstrument, das wirklich ganz gezielt das Know-how aus der Community dahin bringt, wo es gebraucht wird und daher dann auch wirklich auf Augenhöhe arbeitet, die Peer-to-Peer-Beratung. Und dazu sind bei mir Barbara Wagner und Professor Sander. Ich stelle euch mal ganz kurz vor. Barbara Wagner verantwortet beim Stifterverband das Arbeitspaket Strategien und ist in dem Zusammenhang da auch mit verantwortlich oder ein zentrales Projekt ist die Peer-to-Peer-Strategieberatung. Und Jürgen Sander ist bei mir, er ist der Hochschulvertreter in diesem Gespräch, denn Sie haben teilgenommen an der Beratung. Sie sind hauptamtlicher Vizepräsident für Studium, Lehre und studentische Belange an der Uni Hildesheim. Und die Uni Hildesheim hat 2022 und 2023 im Rahmen der Peer-to-Peer-Strategieberatung teilgenommen. Die Schwerpunkte waren die Erhöhung des Studienerfolgs unter Berücksichtigung der zunehmenden Diversität, immer wieder Thema hier, und die Future Skills, über die auch viel gesprochen wird. Schön, dass ihr beide da seid. Was ist die Peer-to-Peer-Beratung und an wen richtet sich das Angebot? Erzähl mal. Ja, damit können wir gerne mal starten. Die Peer-to-Peer-Strategieberatung ist ein Begleit- und Beratungsinstrument, mit dem wir Hochschulen über ein Jahr hinweg peer-gestützt bei der strategischen Weiterentwicklung der Digitalisierung in Studium und Lehre begleiten. An wen richtet sich es? Also es sind vor allem Verbünde, Hochschulverbünde und natürlich die Hochschulen selbst, die wir ansprechen möchten mit dem Instrument. Und besonders wichtig ist uns, dass das ist ein vertrauensvoller Prozess, also er lebt von der Offenheit der Hochschulen, von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Wir richten die Beratung jeweils hochschulspezifisch aus. Also das heißt, die Ziele, die eben auch genannten beispielsweise, sind ganz wichtig für die Beratung, an denen orientieren wir uns und partizipativ. Also uns ist ganz wichtig, alle mitzunehmen an den Hochschulen. Also es ist nicht so, dass wir nur die Hochschulleitung in dem Prozess begleiten, sondern eben auch Studierende, Supportstrukturen, die Fachbereiche werden eingebunden. Jetzt hast du eben gesagt, Peer gestützt, das bedeutet, es gibt irgendwie einen Bedarf und ihr kennt einfach die Community wahnsinnig gut und sagt, oh, da haben wir jemanden aus der Community, der kann da helfen, so stelle ich es mir vor, oder? Genau, also wir haben mittlerweile einen Pool tatsächlich von 100 Peers, mit denen wir schon gearbeitet haben und die wir immer je nach Fragestellungen relativ flexibel dann zu den jeweiligen Beratungen dazu holen können. Herr Sander, warum haben Sie sich entschieden, mit der Uni Hildesheim da mitzumachen? Also es gibt, glaube ich, mehrere Gründe, die ich nennen sollte. Zum einen, ich hatte schon sehr gute Erfahrungen mit dem Hochschulforum Digitalisierung. Die haben natürlich zum einen tolle Publikationen seit vielen Jahren zum Thema Digitalisierung, insbesondere für Hochschulen. Es gibt viele Workshops, die angeboten werden, an denen auf verschiedenen Ebenen und aus verschiedenen Statusgruppen Hochschulmitglieder teilnehmen können. Ich selber war schon zuvor in dem Programm HFD Lead, auch eine tolle Einrichtung, wo mir ein Gesprächspartner, in dem Fall Uni Koblenz, zugelost wurde. Aber es war eine sehr gezielte Auswahl. Ja, es wurde ein Matching-Prozess vorangeschaltet und wir sind nach wie vor im Kontakt. Und das waren so Gründe zu sagen, HFD, das ist toll. Und wir machen das. Wir sind mit einer neuen Präsidentin seit 2020 ohnehin in einem Strategieprozess und da passte das jetzt ganz genau rein. Ja. Und das waren die Gründe. Und könnt ihr auch was über die Wirkung sagen? Also funktioniert der Prozess? Ihr habt das, glaube ich, evaluieren lassen, ne? Genau, wir haben im letzten Jahr eine Studie durchführen lassen von HIS-HE zur Wirkung der Peer-to-Peer-Strategieberatung. Wir wollten es dann doch etwas genauer wissen, wissenschaftlich. Und die ersten Ergebnisse sind jetzt auch schon da. Dazu gab es heute auch schon einen kleinen Talk heute Nachmittag. Und vielleicht nur als kurzen Eindruck. Wir haben 14 Handlungsfelder und an denen entlang haben wir die Hochschulen auch befragt, wo habt ihr besonders hohe Effekte durch die Peer-to-Peer-Beratung wahrgenommen an eurer Hochschule. Und im Grunde wirklich in allen drei Bereichen, also sowohl auf strategischer, auf struktureller als auch auf kultureller Ebene gibt es
deutliche Ausschläge, zum Beispiel auf der kulturellen Ebene, bei der internen Kommunikation. Also die Peer-to-Peer-Beratung scheint etwas mit der Kommunikation an den Hochschulen zu machen. Hilft wohl, Kommunikationsstrukturen, vielleicht auch Anlässe und so weiter zu überdenken, vielleicht auch manchmal so ein Mindset, mit dem man auch die Wortwahl, mit dem man auf Leute zugeht. Dann aber auch so auf so einer strukturellen Ebene Entscheidungsstrukturen, so was Klassisches, wo danach häufiger rangegangen wird. Und auf so einer strategischen Ebene ist natürlich die strategischen Ziele. Ne? Das ist ein wichtiges Thema. Wir machen in der Peer-to-Peer-Strategieberatung zunächst auch, müssen sich die Hochschulen auch strategische Ziele geben. Und die Beratung hilft einfach, um das klarer zu formulieren. Überhaupt den Gang zu kriegen, genau. Ne? Und eben auch, und das hat sich auch gezeigt in der Studie, insbesondere auch das ausgerichtet an dem Profil. Also das heißt, Digitalisierung ist nicht im luftleeren Raum, sondern es geht darum, die ganze Hochschule mit Digitalisierung in Studiumlehre auch voranzubringen. Und das muss eben auch immer klar mit Zielen, mit übergeordneten Zielen auch abgestimmt passieren. Mhm. Also auch ein gutes Gefühl zu wissen, dass das, was man macht, wirklich funktioniert. Ne? Wie war das im Fall Ihrer Schule? Mal ganz konkret, was konnten Sie wirklich mitnehmen aus der Beratung? Also ich kann alles bestätigen, was Barbara gesagt hat erstmal. Das fängt schon damit an. Also wir haben den Antrag in einer ganz kleinen Gruppe geschrieben, von mir initiiert mit 2, 3 anderen. Aber dann muss man ja einen Selbstbericht erstellen. Und das ist schon mal ein wichtiges Instrument, weil da haben wir schon die Hochschule mitgenommen. Und das heißt, dass man hat schon so einen ersten Prozess, wo es um eine Selbstversicherung geht, aber auch eine gewisse Selbstkritik, das halte ich für extrem wichtig, ja, und du hast es schon gesagt, es ist ein Prozess, der sehr offen geführt werden muss, sonst hat er keinen Sinn. Das heißt, man muss auch Dinge, die nicht so toll laufen, auch nach eigener Einschätzung offen ansprechen, sonst hat es wirklich keinen Zweck. Und ich muss sagen, die verschiedenen Dinge, also die Replik auf den Selbstbericht, dann insbesondere natürlich die 2-tägige Begehung mit den Kollegen, Kolleginnen hier vom HFD und den Gutachten da, war ganz toll. Und die haben sehr sorgsam identifiziert, wo man den Finger auf die Wunde legen müsste und haben das offen angesprochen. Das war sehr hilfreich. Ja, also zum Mal Beispiel, ganz konkret ein Beispiel. Genau. Ein Beispiel kann ich ganz konkret nennen. Also da muss ich ein bisschen was zur Geschichte der Uni Hildesheim sagen. Wir sind hervorgegangen aus einer pädagogischen Hochschule. Und dann wurde daraus eine Universität und es bestand immer der Reflex, wir müssen uns vom Lehramt ein bisschen distanzieren, damit wir dieses Image loswerden, wir sind nur pädagogische Hochschule. Ja? Und das hat dazu geführt, dass sozusagen eine Identifikation der Hochschule mit dem Pfund, mit dem größten Pfund, mit dem sie eigentlich wuchern konnten, nämlich Lehrkräftebildung, und es ist ja ein gesellschaftlich unbestritten sehr relevantes Thema, dass da immer so eine Distanz blieb. Ja? Und hier wurde nochmal ganz klar gesagt, Leute, dann nehmt doch das an, was ihr da habt als Pfund und macht das zu eurer Marke. Ja, und vorhin habe ich sehr schön in einem der Workshops gehört, Zukunftsträchtigkeit für Hochschulen setzt sicherlich voraus, ich fand das sehr schön formuliert, eine stimmige, authentische Identität. Und das ist eben viel mehr als Marketing. Marketing kann man dann machen, wenn man eine Identität hat, aber nur dann wird sie glaubwürdig. Und diesen Prozess wurde durch das, was der HFD da geleistet hat, sehr, sehr stark mitbefördert. Ja, also das passte auch zeitlich, genau. Strategisch denken, perfekt, die Hochschule mitnehmen, alle diese Dinge, genau richtig. Also das hat einen sehr großen positiven Effekt auf uns gehabt. Man merkt es Ihnen an, die Begeisterung. Wenn jetzt draußen jemand ist und sagt, irgendwie für unsere Hochschule wäre das auch was, was kann ich machen? Also es läuft aktuell der Call für die 8. Runde der Peer-to-Peer-Strategieberatung und es ist noch möglich, bis zum 28. Juni eine Interessenbekundung einzureichen. 5 Seiten, man muss die Hochschulleitung überzeugen oder die Hochschulleitung treibt das wie in dem Fall selbst und wir freuen uns einfach auf spannende Bewerbungen und bei Rückfragen einfach jederzeit auf mich und auf das Team der Peer-to-Peer-Beratung zu kommen. Klingt super. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier von der Peer-to-Peer-Strategieberatung zu sprechen.